geiles Wetter, oh mein Gott. Ich schreie jetzt hier nicht rum. Ist auf dem Hof bei mir. Wir sehen uns gleich aus den Streets, Leute. Schönen guten Tag, Leute. Was geht? Sandor Black ist back. Bei diesem traumhaften, geilen Tag, Alter. Okay. Ah, geil. Der Wagen sieht aus wie von Dolce & Gabbana. Eine Handtasche. Oder Gucci oder Mucci oder was weiß ich. Zumindest sieht aus wie so eine Handtasche. Der Kinderwagen. Woo! Ja, Mann! Geil, Alter! Wer hat das so vermisst wie ich? Dieses geile Wetter! Hammer! Richtig geil, Alter! Da kriegt man einfach so Bock wieder zu fahren. Und ich darf zur Arbeit! Geil! Egal. Ich muss mal so langsam diese Klebefolie in meinen Helm wegmachen. Die so eine Anti-Beschlagfolie ist das. Ich kann theoretisch das auch halt so reinklippen, aber mir ist irgendwann mal ein so ein Clipteil, also die Befestigung da vorne, ist mir kaputt gegangen. So ein Pinöpel. Und naja, dann kriege ich es halt nicht mehr rein, ne? Ist halt ein bisschen blöd. Und von daher habe ich mir mal so ein Ding bestellt, was man halt dann reinkleben kann. Für diese kälteren Tage wegen, ne, Beschlagen und bla, man sieht ja sonst nichts mehr. Aber jetzt ist es gerade schon so warm wieder, dass das eigentlich ein bisschen nervig ist, muss ich sagen. Ja, muss ich mal rausruppen. So. Ich habe mir ein Mikrofon bestellt, Leute. Und ein USB-Erweiterungsstecker, Adapter, Gedöns, wie Box, wie auch immer. Und entweder sage ich jetzt zu euch, ich kann wieder streamen, geil, yeah! Oder ich sag zu euch, ja, ich habe es mir bestellt, Leute, aber es funktioniert leider immer noch nicht und ich muss es leider wieder zurückschicken. Also je nachdem, was ich jetzt reingeschnitten habe, habt ihr die Antwort. Also Bruder, macht ihr denn, Alter? Also je nachdem, was ich jetzt reinschneide, ich habe mir das bestellt, das kommt jetzt heute an. Ich glaube, heute ist der 30. Kommt heute an bei mir auf Arbeit und ich bin ja jetzt, also ich fahre jetzt ja praktisch auf Arbeit, das heißt, ich muss bis abends arbeiten, werde es dann ausprobieren und wenn es dann klappt, dann Maschallah, kommt über Ostern, kommen einige Streams und ich freue mich ehrlich gesagt richtig doll drauf. Voll die Disco da in dem Auto, Alter. Könnt ihr das sehen mit dem grünen und diesen roten Rand und so? Okay, jetzt ist es irgendwie nicht mehr. Boah, Digga, es ist so geil, Alter, dieses Wetter. Hammer. Beste Motorradwetter. Und es wird noch besser werden. So, jetzt werdet ihr mich ja wahrscheinlich gleich nicht mehr verstehen. Okay, da ging der Gang nicht rein. Bisschen windig ist noch. Maschallah! Maschallah! Geil, Alter! Oh, Leute, ihr wisst gar nicht, wie hart ich das gerade enjoyne. Ich meine, ich kann ja jetzt schon ungefähr 2 Monate fahren. Ne, Monat. 2 Monate, WTF. Ja, einen Monat kann ich jetzt fahren. Und ich muss sagen, dass... Alter, der hinter mir ist sogar auch noch gefahren. WTF, ey. Und ich muss sagen,
klar, es ist geil, wenn du halt wieder fahren kannst, so, aber wenn es halt noch so fucking kalt ist und zwischendurch kam ja dann nochmal Schnee und hast du nicht gesehen. Ihr glaubt gar nicht, wie fucking gut es tut, einfach jetzt wieder zu fahren, wenn das Wetter einfach so richtig geil warm ist und Sonne scheint. Und gut, das ist noch ein bisschen windig, aber darauf erstmal Revbomb. Oh, geil, Alter. Richtig geil. Okay, die cremt sich mit einer Creme ein, die... Also mit der Tube der Creme cremt die sich ein. Okay, okay, alles klar. Ah, geil, geil, geil. So, Vorsicht, ich schreie jetzt gleich. Ah, geil, Alter. Ah. Einfach mal wieder ein paar Leute anschreien, bisschen jubeln, dann kriegen, wenn die sehen, dass ich mich freue, dass ich Motorrad fahren kann und so, dann sind die doch auch happy, oder nicht? Also, glaube ich zumindest. Sollte zumindest so sein, oder nicht? Ich bin heute auch mit Rucksack unterwegs, damit ich halt das Mikrofon und so nachher mitnehmen kann, auf Arbeit. Normalerweise fahre ich ja eher ohne Rucksack, sondern eher mit Gürteltasche, Bauchtasche. Hier so ein Eastpack-Teil, was man so rumschnürt. Eigentlich viel praktischer als ein Rucksack, muss ich sagen. Man kann halt nur nichts mitnehmen, ne? Und das Geile ist, Leute, wirklich das Geile ist, Maschallah, ich bin heute irgendwie relativ früh wach geworden. Frag mich, warum, wieso, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Ich war halt wach, so, okay, ich habe wenig Schlaf gehabt dadurch. Aber jetzt kommt das Geilste. Ich konnte einfach noch vor der Arbeit einkaufen gehen. Und das war bitter nötig, bitter nötig. Und ich bin sogar zweimal losgegangen, damit ich jetzt praktisch über Ostern, genug Essen habe, trinken habe. Maschallah, einfach das Lederauto. Damit ich praktisch genug Essen habe, genug Trinken habe, genug Liquids habe, das habe ich mir auch geholt. Also von daher, ja, zweimal einkaufen gewesen. Ich würde sagen, Osterfeiertage sind gerettet, ja. Ich bin so gut noch in der Zeit. Fahre ich noch ein kleines Ründchen mit euch. Wenn ich jetzt erstmal wieder 9 Stunden auf Arbeit rumchillen muss bei dem geilen Wetter. Oder warum müsst ihr euch immer, ich verstehe das nicht, warum müssen die sich immer ganz rechts hinstellen, wenn die dann aber links abbiegen wollen? Das geht noch nicht so in meinen Kopf rein. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst dem Video gerne ein Däumchen da. Ich würde mich freuen, einfach für das schöne Wetter. Lasst für das schöne Wetter ein Däumchen da, damit das Wetter so bleibt. Wer noch nicht abonniert hat, bei dem wird es regnen. Also ganz schnell abonnieren, dann kriegst du auch so ein geiles Wetter wie ich. Jojo. Und wir sehen uns bis demnächst. Haut da rein, Leute. Und hoffentlich bis bald im Stream wieder. In Streamerino. Yeah. Reicht jetzt auch. Die Leute gucken schon wieder ganz komisch.